So, dann lesen wir jetzt den Eintrag hier auf dem Notizblock. Es ist wieder Zeit für ein Update. Wir haben letzte Nacht die Oberfläche von Decryptor leicht überarbeitet und neue Funktionen hinzugefügt. Damit ihr alle wisst, was los ist, gibt es hier eine kleine Übersicht. Grundlegende Funktionen. Decryptor funktioniert immer noch wie gewohnt. Ihr verbindet euch mit dem Server oder Computer des Ziels und Decryptor sammelt alle Daten, die ihr es finden kann. Anschließend werden diese Dateien nach dem Grad der Verschlüsselung markiert. Fleißige Hacker haben sich die verschiedenen Kategorien in ihrem Notepad notiert. Entschlüsselung. Das, woran wir so lange gearbeitet haben. Decryptor synthetisiert ab sofort aus all euren eingegebenen in der Konsole. Was? Aus all euren Eingaben in der Konsole Passwörter und versucht, damit die Verschlüsselung von Daten zu knacken. Dateien zu knacken. Ein Beispiel, mein Name ist Zoe und ich benutze Zoe1234 als Passwort. Tue ich natürlich nicht. Wenn ihr Cem in die Konsole eingibt, wird Decryptor die fehlenden Zeichen durch zufälliges Ausprobieren ergänzen. Trifft es die richtige Combo, ist die Datei entschlüsselt. So einfach geht das. Natürlich könnte Decryptor das alles allein machen, aber erstens, du hättest dann keinen Job und zweitens würde es sehr viel länger dauern. Also, je mehr Begriffe du eingibst, desto schneller werden die Daten entschlüsselt. Achtung, benutzt keine Leerzeichen, okay. Privatsphäre. Ihr könnt untereinander im Team über die Inhalte der, gefundenen Dateien reden, da wir alle unter Schweigepflicht stehen. Allerdings bitte ich euch darauf zu achten, dass die Dateien nur auf eurem Rechner zwischengespeichert werden, um an den Kunden geschickt zu werden. Niemand sonst darf diese Dateien zu Gesicht bekommen. Viel Erfolg bei der Datenwiederherstellung. Aha, diese Dateien können leicht verschlüsselt. Was? Diese Dateien sind nur leicht verschlüsselt und benötigen nur wenige Begriffe, um geknackt zu werden. Etwas schwieriger als grau ist blau, okay. Immer noch machbar. Für diese Dateien müssen viel mehr korrekte Begriffe eingegeben werden. Bei gelb und grün und rot ist die höchste Verschlüsselungsstufe. Die Dateien sind manchmal beschädigt und hier bei den Dateien. Der Entschlüsseler versucht sie mit Hilfe von temporären Dateien wiederherzustellen und informiert sie, wenn dies erfolgreich ist. Okay. So, hier haben wir Notizen, beziehungsweise können Notizen machen. Bisher nichts, aber wir können bis zu 5 Seiten an Notizen machen, anscheinend. Schließen wir einfach mal. Hier haben wir noch nicht wirklich was, obwohl wir könnten mal einfach aus Spaß die IP, die ich letztes Mal aufgeschrieben habe, ausprobieren. Einfach nur mal so zu schauen. Dann 192 und 212. Oh. Okay, die IP können wir anscheinend nicht mehr nutzen. Schade. Da habe ich jetzt mit mehr gerechnet. Aber okay, ist ja wie gesagt auch von einem ehemaligen Kunden. Wundert mich also nicht so sehr. Okay, ja, das kennen wir schon. Das haben wir eben schon gelesen. Hier gab es sonst nichts, oder? Ah nee, das ist nur nochmal das gleiche, was wir eben auch schon gelesen haben. Nur nochmal in einem anderen Format. So, das brauchen wir also nicht zu wissen. Das hatten wir soweit sonst alles. Hier haben wir noch ein paar Dateien. Okay. Das werden wir alles wahrscheinlich noch rausfinden, was es mit denen auf sich hat. Ich glaube, wir schreiben aber dafür erstmal mit der Person da noch. Vielleicht kann der uns ja was sagen. Guten Tag, Herr Glawisch. Guten Tag, Herr Glawisch. Ich bin Jessica von der Weißen Blume. Man sagte mir, ich sollte mich mit Ihnen in Verbindung setzen. Guten Tag. Ein aufrichtiges Beileid. Ich weiß, dies ist eine schwere Zeit für Sie. Dennoch bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Ja und ja. Eigentlich ist es besser, ein bisschen professioneller zu bleiben. Machen wir es aber doch lieber mal so. Vielen Dank, dass Sie sich so schnell gemeldet haben. Ich habe von meinen Kollegen nur wenige Informationen erhalten. Können Sie mir sagen, worum es geht? Gern noch, was kann ich für Sie tun?
dass er zuvorkommt. Es geht um meine Tochter, sie hat Selbstmord begangen und ich muss wissen, wieso. Leider hatten wir kaum Kontakt in den letzten Jahren. Ich weiß so gut wie nichts über mein eigenes Kind. Das kommt in besten Familien vor. Manchmal wollen Kinder ihren eigenen Weg gehen und vergessen das Wichtigste im Leben. Es tut mir wirklich leid. Wie genau kann ich Ihnen dabei helfen? Ja, nehmen wir mal das. Selbstmord kam so plötzlich, wie aus dem Nichts. Helfen Sie mir bitte, ich muss herausfinden, was meine Tochter in der letzten Situation vor ihrem Tod getrieben hat. Was genau soll ich, wie genau soll ich das tun? Haben Sie weitere Informationen für mich, mit denen ich mich auf die Suche nach den digitalen Spuren Ihrer Tochter machen kann? Ich möchte Ihnen gern helfen, aber dafür bräuchte ich irgendwelche Anhaltspunkte. Ich bitte Sie, dies zu verstehen. Nehmen wir mal das. Sekunde, Sekunde, meine Tochter hatte eine Zeit lang Videos für eine Webseite gemacht, doch plötzlich damit aufgehört. Ich habe hier einen Zettel mit folgendem, eine IP-Adresse und ihre Login-Daten. Und ja, ich weiß, wie gesagt, Jessica. Ja, ne? Ich habe gedacht, dass wir das vielleicht hier einfach, weil es sowieso schon der Name vom Spiel ist, als Login-Daten nutzen. Fühlen wir uns vielleicht einfach mal selbst unter Jessica nicht angesprochen, okay? Das macht's einfacher. Ja, so, können wir die kopieren? Oh, wir können sie kopieren. Danke, Spielentwickler. Ihr seid super. Ihr seid tolle Menschen. Danke. So, Benutzername Login. So, wohl, das kann ich mir noch so merken. Passwort aber nicht. So, Passwort. Und hier tippen wir es einfach so ein. So, angemeldet sind wir am Desktop. Okay, okay, okay. So, da haben wir jetzt schon einige Sachen. Wir können jetzt nach gewissen Inhalten suchen. Lesen wir einfach mal weiter. Mehr konnte ich leider nicht finden. Ich würde das gerne selber machen, aber alle ihre Dateien sind verschlüsselt. Verstehe, das ist nicht viel, aber ich kriege das schon hin. Das heißt, was ich brauche, keine Sorge, den Rest finde ich schon allein raus. Das ist nicht viel, aber ich sehe, was sich machen lässt. Ja, sagen wir einfach mal das. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin aktuell auf der Arbeit und wäre Ihnen für eine kurze Nachricht zu jedem Pfund dankbar. Ich will keine bösen Überraschungen mehr erleben. Keine Sorge, ich halte Sie über meinen Fortschritt auf dem Laufenden. Ich werde Ihnen alle Neuigkeiten zukommen lassen. Verstanden, ich melde mich. Okay, das heißt, er antwortet jetzt nicht mehr. Sonst hatten wir, glaube ich, niemanden mehr, mit dem wir irgendwas schreiben mussten. Okay. Die Sache ist, wir haben nicht wirklich viele Informationen über sie. Also, wir haben jetzt halt die Anmeldedaten, aber wir haben keine privaten Informationen. Das ist das Problem. Ach, können wir keine... Ich habe gedacht, wir könnten nach Hashtags suchen. Ah, doch, können wir. Gut. Oder funktioniert es auch einfach so? Okay. Wir müssen also nur das jeweilige eingeben. Wir haben hier ein Video. Können wir uns das Video nicht anhören? Okay, also mein Vater, ja, also... Ah, jetzt. Tja. Warte. Also,
Als ich noch allein war, da war ich schon so ein bisschen seine Prinzessin. Also wenn er dann mal da war. Also mein Vater, der ist Diplomat und war auch immer viel unterwegs. Aber wenn er dann da war, dann, ja, dann hat er mit mir auch ganz viel unternommen. Also der Tisch, der die ganze Zeit so wackelt. Sorry, da kann ich nicht ernst bleiben, aber okay, gut, das schon mal zu wissen. Ich würde sogar noch eine Sache machen, denn ich mache einfach mal das Ambiente dann ein bisschen leiser. Könnte bei den Videos eben hilfreich sein, okay? Sonstigen Dateien sind alle verschlüsselt. Ich weiß nicht, ob wir. Wusste doch, dass wir sowas auch rausfinden können. Was haben wir hier? Meine Mutter, die ist vielleicht nicht verkehrt gewesen, weiß ich nicht. Also sie hatte auch ihre Momente, ihre liebevollen Momente. Aber du wirst nicht so viel über sie wissen, sonst hättest du nicht gesagt. Sie ist bestimmt nicht eine schlechte Meine Person Mutter, gewesen. die ist vielleicht nicht verkehrt gewesen, weiß ich nicht. Wie gesagt, gewesen, also sie lebt wahrscheinlich nicht mehr oder hat nichts mehr mit dir zu tun, auf jeden Fall. Meine Mutter ist eigentlich ein total frustrierter, unglücklicher Mensch. Das ist schon was ganz anderes. Also ich habe das als Kind erstmal nicht gecheckt, warum sie immer so Stimmungsschwankungen hat oder warum sie einmal so fröhlich ist und auf einmal im nächsten Moment heult. Aber ja, sie hat ein Alkoholproblem und sie hat einfach gesoffen ohne Ende. Also auch heimlich. Okay. Also ich habe mir so die Nachricht wahrscheinlich markiert. Das ist schon mal ganz gut, dass das geht. Alkohol. Habe ich mir doch gedacht, dass es irgendwas dazu wahrscheinlich dann gibt. Wahrscheinlich auch eben gerade wegen der Mutter. Was haben wir hier? Ja, ich habe das nicht gecheckt als Kind, aber sie hat halt mal ganz gern einen gezwitschert, sage ich mal. Und wenn mein Vater unterwegs war, der Vorteil war, ich konnte natürlich machen, was ich wollte, weil ihr war es eh egal. Sie saß dann immer in ihrem Zimmer, sich irgendeine Musik angehört, irgendwas Trauriges, geheult, natürlich auch gesoffen. Okay. Also viel, was sie über die Mutter vor allem jetzt erzählt, über den Vater eigentlich nicht so viel Privates, aber wir haben eine Nachricht bekommen und eine Mail. Oder? Oder was? Nee, ist nur hier. Was haben wir denn da? Ah, Weissagung, dein tägliches Glück. Dein tägliches Horoskop. Was? Warum? Das passt jetzt überhaupt nicht rein, aber okay. Besteht kein Zweifel, heute werden sie etwas Wichtiges realisieren. Auch wenn es jetzt noch keinen Sinn ergibt, wird sich das im Laufe des Tages noch ändern. Wenn das mein Horoskop sagt, dann muss es stimmen. Aber okay. Wie gesagt, viel über die Mutter und viel vor allem über das Alkoholproblem der Mutter. Ich weiß nicht, wir können ja später vielleicht mal schauen. Ja, bisher können wir noch nichts mit dem Vater schreiben. Vielleicht mal an dem Punkt nachhaken mit der Mutter und dem Alkoholproblem. Und als Kind verstehst du nicht, warum sie auf einmal so eine verzerrte Fratze hat, warum sie auf einmal so hässlich aussieht. Aber das war halt irgendwie ihr Dämon. Und eigentlich war sie total unzufrieden mit ihrem Leben und überfordert. Ist es wahrscheinlich auch immer noch. Und ich erinnere mich nur daran, wie sie mit meinem Vater gestritten hat,
wie sie ihn fertig gemacht hat, wie sie ihn gedemütigt hat. Was da auch alles für Sachen fielen, wenn du als Kind hörst, ich wünsche dir, ihr werdet alle tot oder so, dann, ja, weißt du ja auch Bescheid. Okay, wir haben gerade nochmal eine Nachricht bekommen. Das hört sich irgendwie so an, als würde sie auf jeden Fall noch leben, sondern wäre eben nur vom Vater getrennt. Das ist auch schon mal eine Information, die wichtig ist. Okay, und Zoe hat was geschrieben. Was hast du denn? Sitzt du eigentlich wieder im Café, Jessica? Im siebten König arbeitet so einfach... Was? Im siebten König arbeitet sich einfach am besten. Ja, wieso? Kennst mich doch. Wie ist das Café noch gleich? Zum siebten König. Cool. Vielleicht schaffe ich es später auch noch vorbeizukommen. Gib mir mal Bescheid. Gerne. Ich bin noch eine ganze Weile hier. Das wäre schön. Dann hoffentlich bis später. Ja. Wir haben noch ein Video hier vor uns. Ah ne, ein Bild. Vielleicht irgendwas über die Kindheit. Ah ja. Tja, wie fängt man da jetzt an? Kindheit vielleicht? Ja, ist doch gut. Kindheit. Ja, ich war eigentlich schon ein ganz glückliches Kind. Also, ich hatte eine ganz schöne Kindheit. Das kann man schon so sagen. Ah, aber die Sache mit der Mutter. Die bringt mich da so ein bisschen raus. Ich bin auch total gern zur Schule gegangen. Also, es hat mir echt Spaß gemacht. Und ich war echt gut im Geschichtenschreiben. Also Deutsch war mein Lieblingsfach. Okay, Schule, Geschichten und Deutsch, das können wir uns schon mal merken. Oh, was haben wir hier? Nachrichten at Welt und Region. Der neue Ton im Internet, Freude, Hass, Wut, Trauer, Angst. Immer weniger Menschen wissen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Ist dies eine Konsequenz der voranschreitenden Digitalisierung? Denken Sie nach, wann haben Sie das letzte Mal über Ihre Gefühle geredet? Wissen Ihre Freunde und Verwandten oder Ihr Partner, was in Ihnen vorgeht? In den letzten Wochen und Monaten haben wir einen Blick auf Social Media geworfen und verschiedene Leute interviewt. Das Ergebnis zeigt, oft suchen sich Menschen eine Art Ventil, um ihre negativen Emotionen auf die Welt loszulassen. Vorbei ist die Zeit des gemäßigten Austausches und der zivilisierten Diskussion. Heute sind trollig gehässige Kommentare und Pranks das Hauptventil der modernen Gesellschaft. Sei es auf Social Media oder im echten Leben, der freundliche Umgangston bleibt nicht lange erhalten. Die Frage, die wir uns aktuell stellen, was ist die Konsequenz für unsere Gesellschaft, wenn wir Trollen Gehör schenken und ihre Meinung für bare Münze nehmen? Social Media. Echt? Ach nee, Sekunde, wir sollen die Sachen ja zusammenschreiben. Das wundert mich. Aber nur Social? Dann vielleicht was zur Schule? Okay, da gibt es auch viele krassere Infos. Ja, und das war auch immer irgendwie schön, wenn das dann vorgelesen wurde, meine Geschichte. Also gerade auch immer so die Berichte nach den Ferien. Musste man immer so einen Ferienbericht schreiben. Ja, und ich habe halt immer natürlich am meisten erlebt. Oder hatte vielleicht auch am meisten Fantasie für die beste Geschichte. Auf jeden Fall fand ich es echt cool, wenn alle gelacht haben, wenn alle mich bewundert haben. Okay, also auf jeden Fall jemand, der die Aufmerksamkeit dann genossen hat. So, Deutsch. Okay, haben wir auch was? Nochmal. Ich bin echt gerne in die Schule gegangen, als kleines Kind. Mein Lieblingsfach war Deutsch. Denn keiner konnte besser Geschichten schreiben als ich. Ich meine, damals war das ja noch
schön als Kind, wenn du so viel Fantasie hast. Okay. Was, was? Du, ich geh kurz mal mit dem Hund raus, hab aber das Handy dabei. Okay. Also erreiche ich dich weiterhin hier. Genau. Ja, falls das ist, erreichst du mich hier. Bisher ist alles in Ordnung, mache ich falls nötig. Okay, viel Spaß. So, was haben wir hier? So ihr Lieben, wie bereits angekündigt, bin ich heute auf einer Tagung zum Thema digitale Ethik. Ich bin erstmal nur im Notfall zu erreichen und Chad übernimmt deshalb meine Aufgaben. Jessica, du hast bereits einen Auftrag, bleib da erstmal dran. Alles klar, Herr Glaubt und Jessica haben meine volle Aufmerksamkeit, mache ich viel Spaß auf der Tagung. Viel Spaß. Danke. Ich hoffe, es ist nicht so langweilig, wie es klingt. Danke euch. Und danke für die tolle Arbeit, die ihr leistet. Gerne doch. Ihr habt es gehört, ich bin jetzt hier der Chef. An die Arbeit, zack, zack. War's das? Nee. Chat, ich kann immer noch lesen, was hier geschrieben wird. Na gut, jetzt werft er ihn raus. Okay. Hier sind ganz stark classified irgendwelche Informationen. Was mich hier wundert, weil zum Thema Deutsch? Ernsthaft? Also zum Beispiel im Kindergarten, da habe ich den ganzen Kindern erzählt, dass ich auf einem Schloss wohne in den Wolken. Und das haben die alle geglaubt. Das ist irgendwie random. Okay. Irgendwas muss es mit Social Media aber ja auf sich haben. Der Vater hat das ja bestimmt nicht umsonst erwähnt. Können ihm aber immer noch nichts sagen. Freunde? Oh, da gibt's eine Menge Infos. Hinter unserem Haus, da war so ein Sportplatz. Ja, und ich weiß noch, ich bin einfach allen immer weggerannt. Ja, es hat mir total Spaß gemacht. Und ich war auch die Schnellste. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie muss überall die Beste sein, aber okay. Eine anonyme Person. Was ist los mit diesen Kids? Okay. Ich bin mit dem Zustand unseres Landes nicht zufrieden. Diese Kinder lungern alle nur auf der Straße herum. Wo soll das noch hinführen? Als ich in deren Alter war, musste ich Kohlen schleppen und meine Familie ernähren. Da hätte ich nicht an der Ecke gestanden und vaporisiert. Was soll das überhaupt sein? Wir müssen diesen Rabauken Disziplin beibringen, sonst geht das hier noch alles vor die Hunde. Mein Nachbar, der Harald, hat letztens erst wieder 5 von denen beim Rumlungern erwischt. Haben an seinem Zaun diese dicken Wolken in die Luft gepustet. Das hätte es früher nicht gegeben. Die sollen mal schön gucken, dass sie wegkommen. Ein besorgter Bürger. Woher hat der besorgte Bürger unsere E-Mail? Okay. Fragen wir einfach mal lieber nicht. Okay, ich würde sagen, die anderen Sachen zu den Freunden schauen wir uns im nächsten Part an. Des Let's Shows oder des Let's Plays. Ich würde sagen, lasst mir doch gerne ein Abo da, wenn ihr die nicht verpassen wollt. Ein Like, wenn euch der heutige Part hier gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Ciao.